Ihr habt den Film Passengers vielleicht schon vergessen, aber Jennifer Lawrence wird das wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Zur Erinnerung, im Science-Fiction-Streifen Passengers geht es um Aurora Lane und Jim Preston, gespielt von Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Die beiden sind Passagiere auf einer interstellaren Reise und wachen zu früh auf. 90 Jahre zu früh, um genau zu sein. Einen offensichtlichen Weg zurück in den jahrzehntelangen Schlaf gibt es nicht. Wenn man sich 90 Jahre lang mit nur einem anderen Menschen die Zeit totschlagen muss, wird es früher oder später wenigstens aus Langeweile romantisch. Obwohl es auf der Kinoleinwand zwischen Lawrence und Pratt knistert, waren die Dreharbeiten alles andere als sexy. Besonders für Lawrence. Die Schauspielerin sprach vor kurzem über die zahlreichen Gründe, weshalb sich diese intimen Szenen mit ihrem Co-Star als schwierig herausstellten. Pratt traf dabei keine Schuld. Auch zu Passengers im Allgemeinen hat sie nicht nur Negatives zu sagen. Jedoch wurde es schnell unangenehm, wenn Romantik im Film ins Spiel kam. Während einer von The Hollywood Reporter moderierten Diskussionsrunde enthüllte Jennifer Lawrence, dass Passengers ihre erste intime Filmszene überhaupt beinhaltete. Sie erzählte außerdem, dass sie Alkohol trank, um mehr Selbstbewusstsein für diese Sequenzen zu bekommen. Lawrence sagt, dass das Drehen dieser Szenen für sie äußerst unangenehm war. Um sich vorzubereiten, nahm sie also Alkohol zu sich. Und zwar viel. All dieser Alkohol hatte jedoch unbeabsichtigte Konsequenzen. Auf dem Set hatte Lawrence mit extremen Angststörungen zu kämpfen. Sie wusste, dass es Teil ihres Jobs war, Chris Pratt zu küssen, der damals noch mit Anna Faris verheiratet war. Trotzdem gab ihr schon die nur vorgespielte Untreue jedes Mal Bauchschmerzen, wenn sie ihn vor der Kamera küssen musste. Das Filmen der besonders intimen Szenen war für sie noch unangenehmer. Eine Szene, in der Lawrence und Pratt einen Tisch hin und her schaukeln mussten, gefiel keinen von beiden. Zum Glück wurde diese später aus dem Film geschnitten. Lawrence sagt zu dieser Szene: "Es gibt auf dieser Welt nichts, was weniger sexy ist als das Drehen einer Sexszene." I can't think of anything else to try to save us. I don't even want to think about it anymore. Die Filmromanze der beiden führte auch zu Problemen im echten Leben. Bei romantischen Filmen gibt es immer die unausgesprochene Angst, dass die Fiktion in die Realität übergeht und für Probleme in echten Beziehungen sorgt. Wenn es zwischen zwei Stars auf der Leinwand heiß hergeht, gehört es einfach dazu, dass die Gerüchteküche überkocht. Bradley Cooper und Lady Gaga können ein Liedchen davon singen. Obwohl viele Prominente verstehen, dass dies Teil des Jobs ist und die mentale Stärke finden, sich den Klatsch nicht zu Herzen zu nehmen, hat er trotzdem oft eine negative Auswirkung auf die Psyche der Schauspieler. Gerüchte über Untreue hinter den Kulissen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, nachdem Chris Pratt und seine Frau, die Schauspielerin Anna Faris, ihre Scheidung angekündigt hatten. Jennifer Lawrence stand aufgrund der romantischen Szenen mit Pratt in Passengers zu Unrecht ganz oben auf der Liste der möglichen Ursachen. Lawrence erstickte die Gerüchte im Keim während eines InStyle-Interviews, in dem sie sagte, dass der Film schon seit Jahren fertig gedreht war, als Faris und Pratt ihre Scheidung bekannt gaben. Nicht einmal Anna Faris glaubte den Gerüchten. In ihrem Buch Unqualified erzählte Faris, dass sie mit Jennifer Lawrence gut befreundet war und sich über die Gerüchte schämte. Faris schreibt auch, dass Lawrence sich für das Ganze entschuldigte, da sie wusste, dass es Faris in einer stressigen Zeit noch mehr Stress zufügte. Während Jennifer Lawrence meist unangenehme Erinnerungen an die Dreharbeiten der intimen Szenen der Passengers hat, war nicht alles schlecht. Wie man es von Jennifer Lawrence kennt, hatte sie am meisten Spaß, als die Schauspieler improvisieren konnten. Dabei entstanden die besten Momente am Set. Während eines Interviews mit Lawrence enthüllte USA Today, dass einer der lustigsten Momente der Passengers völlig unbeabsichtigt war. In dem Film ziehen die Figuren von Lawrence und Pratt irgendwann Raumanzüge an. Und nachdem sie die Helme abgenommen haben, küssen sie sich. Aber stoßen sich an, weil die Anzüge so groß sind. Das sollte so nicht passieren. Sie sollten sich leidenschaftlich abknutschen. Aber die unvorhergesehenen sperrigen Raumanzüge verwandelten die Szene in ein komödiantisches Stück. Dieses Missgeschick gefiel allen am Set so gut, dass es im Film blieb. Damit reiht sich diese ungeskriptete Szene in die Liste der Filmfehler ein, die am Ende besser waren als das, was beabsichtigt wurde. Interessanterweise gibt es ein weiteres aktuelles Beispiel einer solchen Szene auch mit Chris Pratt. Dieses Mal ließ er versehentlich einen Infinity Stone in Guardians of the Galaxy fallen. Hoppla! Schaut euch hier eins unserer neuesten Videos an. Bald findet ihr hier außerdem noch weitere Looper-Videos zu all euren Lieblingsstars. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges verpasst.